Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Zuschauer. Wir sind hier und wissen immer noch nicht, was ein Forcing-It ist. Und das wollte ich eigentlich googeln, aber irgendwie habe ich jetzt gleich die Aufnahme gestartet. Und das heißt, wir machen nächste Folge die Tekkezong. Oder machen wir doch einfach mal GLP-Style. Googeln wir einfach mal. Oh, ich habe eine WhatsApp nach. Nein, das lassen wir mal. Wir wollen jetzt hier nicht vom Thema ablenken. Wir suchen jetzt diesen Force Ingot. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was ist Force Ingot Google? Könnten wir einfach... Ich habe hier Google Now. Force Nugget. Nugget. Was spielen wir hier? Tekkit. Ah ne, das ist nicht Tekkit, das ist Feed the Beast. So. Schauen wir mal, was Google uns sagt. Chicken Nugget. Da haben wir es. Force Ingot. Was? Force Infuser gibt es da noch. Ja, genau. Die Blöcke, die kennen wir alles hier. Kompressor, Bergbaumaschine. Das sind alles Sachen, die wir noch machen müssen. Schauen wir uns das mal. Can be created by combining Force Gem and two of the same. Of Iron, Gold, Bronze. Aha, aha. This one is Force Ingot. Das heißt, wir müssen irgendwie... Was ist Force Gem? Gem ist wahrscheinlich dieses... Ah, das habe ich. Force Gem. Da, habe ich. Ach, das brauche ich. Okay. Okay, okay, verstehe. Can be used in combination with various metals to make force ingots which are used for special tools. Das heißt, welches Material... Welches habe ich denn jetzt am meisten? Kupfer. Deswegen testen wir das jetzt einfach mal so. Ja, brauche ich zwei von. Nee. Nehmen wir noch Kupfer dazu. Oder brauche ich zwei davon? Nee. Gold, Bronze, Refined Iron, Silver. By combining a force gun. Wie kombiniere ich das? So. Ich habe keine Ahnung. Ah, ich habe Ahnung. Okay. Ich verstehe. Okay. Wir brauchen dazu Eisen. So. Ah, schau einen an. Zwei Force Ingot. Was kann ich da noch benutzen für Materialien? Bronze. Kupferbahn, Kupfer. Zinn. Okay, das war's. Also was ich an Force Dingens machen kann, das ist doof. Das ist doof. Da kann ich nicht viel mit anfangen. Da muss ich leider echt meinen gehen. Aber fürs Meinen habe ich für meinen Geschmack noch zu wenig. Was habe ich denn? Miner. Ah ne. Da gibt es ja so Rucksäcke, wurde mir gesagt. Minenborder. Bag. Ah ne, Bag, schreibt man ja so. Gold Bag, Wheat Seed Bag, Potato Bag, Carrot Bag, Nether Wart, Cotton. Bauen wir. Dö. Holding. Ne, ich hätte gern. Was ist das? Dann heißt es wahrscheinlich Rucksack. Ja, schau einen an. Bergarbeiter-Rucksack. Scheiße. Jetzt haben wir die Eisenbahn. Da müssen wir immer noch Eisen herholen und dann können wir hier so einen Bergarbeiter-Rucksack machen.
Weil das haben wir, die Fährten haben wir. Es fehlt nur das Eisen, was wir natürlich verdingselt haben. Für alle, die die letzten Folgen gesehen haben, bei uns wird gerade eine Küche eingebaut und deswegen hört man im Hintergrund eine Kreissäge. Weil die mich wahrscheinlich wieder voll ärgern wollen. Wollen sie alle nur alle? Wollen mich ärgern? So. Machen wir das Feld hier noch, damit wir dann unseren... Ja, dann würde ich sagen, mache ich mir gleich ein Boot, wenn ich das Feld hier habe und fahre mit dem Boot einfach mal Richtung Osten los. Packen wir noch ein Bett ein, damit ich die Nacht überschlafen kann. Ja, die Kartoffeln lasse ich mal. Es muss... Oh mein Gott, was hast du denn auf dem Kopf? Seid... Ihr könnt so glücklich sein, dass ihr NPC seid. Ich hätte gern diesen Hut. Weil ich töte keine von meinen NPC-Mitbewohnern, weil das wäre ja nicht cool. Ey, die gehen auch wirklich in jedes Scheißloch rein. Das ist auch repariert. So. Wenn ihr euch fragt, was das Grüne hier mal für ein Stahl ist, das ist hier der Waypoint, den ich für das Zuhause habe. Das muss ich jetzt am Anfang noch so machen. Ich habe mich damit noch nicht richtig befasst, ob ich den irgendwie wegbekomme. Aber ich glaube, so störend ist der ja nicht, oder? Oh, wir haben schon 64, das ist gut. Dann nehme ich hier mal das Brot mit. Wir müssen auf jeden Fall mehr Schaufeln machen. Das nervt, dass ich hier so wenig sehe. Dankeschön. Wir brauchen die Sticks. Und wir brauchen Koblestone. Oh, die Musik wird wieder voll dramatisch hier. Zack. Schaufeln. Genug mitgesungen. Zack, zack. Haben wir das auch. Da muss ich noch eine Fackel machen. Weil wir können ja nicht im Dunkeln rumrennen, gell? Warte, jetzt gucken wir hier Garten, imprägnierte. Oh. Warum kann. Oh nein. Ich weiß nicht, ob die Aufnahme gerade noch läuft oder. Also bei mir ruckelt es gerade, mir wird angezeigt 3 FPS und ich hoffe, Vitebeast stürzt jetzt nicht ab. Bitte stürze nicht ab. Dankeschön. So, nicht abgestürzt, auch gut. Ich muss kurz überlegen. Achso, Boot. Wir haben auch noch unser Boot. Mal 2 mit zur Sicherheit. Achso, Essen brauchen wir auch mehr. Oh, wir kommen hier nie weg. Sag's euch, nie kommen wir hier weg. Weil dann muss ich mir auch noch Essen machen und dann muss ich mir noch das und das machen und dann muss ich mir noch das und das. Und habe ich schon erzählt, dass uns noch das fehlt. So, müsste es besser aufgehen. Oh, Dub Feral, mein Lieblingslied aus der Playlist. Ist ja ein bisschen angeregt. Was gafft ihr mir nicht die ganze Zeit an? Ja, dir kaufe ich gleich deine blöde Schere ab. Wenn sich hier mal dein guter Freund sehen lässt, mit den... Ja, ich glaube, du bist es, oder? Nee, du bist der Chicken Man. Was bist du eigentlich für einer? Metzger. So. Während das hier im Ofen brennt, dann suche ich jetzt mal hier schnell den... Alter Scheiß, jetzt reißen sie gleich das Haus ab. So, bist du da? Nein. Du auch nicht. Und du... Alter, was für eine tolle Scherde. Nein. Was ist der denn? Der NPC, der mir... Der gammelt wahrscheinlich hier hinten irgendwo. Nein. Nein. Du bist es. Nein. Aber du. Nein.
Du? Nein, du? Nein. Okay. Das ist doof, aber dafür gehen wir schnell schlafen. Bevor die Monster spawnen. Los! Los! Geh schneller unter. Was macht der? Das ist mein Bett. Warum gehen die immer auf mein Bett runter? Tschüss. So, lass mich schlafen. Schau mich nicht so an. Du. Ist auch sehr schön. Ah, schlafen. Gut. Es ärgert mich gerade ein bisschen, dass wir dieses eine. Alter, wollt ihr mich nerven? Okay, jetzt haben wir ihn aber. So. Give me that shit. Thank you. Oder what? Der mit dem Munchgirl auf dem Kopf. Oh, es hat ihm gefallen. Jetzt ist er geil. Jetzt ist er geil. Kommst du mir her. Jetzt will ich mal schauen, was sich hier so aufgeilt. Yes, er bietet mir... Oh, Alter. 3, 2, 4, 60 Weizen für eine Schere. Das ist schon ein bisschen teuer. So, wo ist hier der Mr. Imprägnierte? Da. So, jetzt haben wir auch so eine coole Gartenschere. Yay. Ich hab keine Ahnung, was wir damit machen können, aber yay! Hauptsache, wir haben's. Jetzt ist die Frage, nehme ich die mit auf die Reise oder nicht? Ich denke mal, wir nehmen sie mit. Nicht. Kartoffel, Smaragd, Bett, Schaufel, Schaufel, brauchen wir nicht. So, wir können los. Hoppa, essen. Essen wir noch schnell das Brot und dann... Nein. Jetzt... Oh mein Gott. Oh mein Gott, ihr nervt. Dankeschön. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Und wir fahren mit dem Boot in diese Richtung. Arschbombe. U-Boot. Und los geht's. Anderes Lied bitte. Nein. Ja. Das ist mein Lieblingslied. Das ist. Oh, Bus. Das ist auch mein Lieblingslied aus der Playlist. Ich habe nur Lieblingslieder. Was haben wir denn da? Junkfehler. Bitte lad, bitte lad, bitte lad. Danke, danke, danke. Das ist doof, sonst muss ich reloggen. In einem Boot ist es immer kacke, rezuloggen. Upa. Ach komm, Pussyboot. Nix hält's aus. Okay, Arschbaum. Oh. Was ist das bitte für ein geiler Berg? Sind das Alpen? Highlands. Okay. Au. Ja, gut, dass wir ein zweites Boot dabei haben, würde ich sagen. Notfalls haben wir auch Holz dabei. Boah, schaut euch das an. Krasser Scheiß. Was bist du da? So. Bauen wir das mal schnell ab. Komm. Ich finde es so blöd, dass man dann irgendwo aussteigt, wo man... Toll, jetzt finde ich mein Boot nie wieder. Achso, super, danke. Erstmal rumflamen hier. Dann gehen wir da mal hoch. Und da ist auch nochmal so ein komisches Erz. Ist das Kupfer? So. Bauen wir hier mal ein bisschen Stein ab. Und der Lichtbug da gefällt mir nämlich gar nicht, weil ich sehe auf der Karte Monster. Wir sind so zu 1000% da drinnen. Wow, und das hat den Lichtbug nicht besser gemacht. Scheiße, würde ich dann sagen. Ja, warum nehme ich nicht die kaputte Spitzhacke? So. Bauen wir den Kupfer hier noch ab. Die Musik sagt nichts Gutes. Nein! Wir haben einen guten Freund verloren heute. Ein bisschen hiervon mit. Boah, ich habe mich gerade übelst erschrocken, weil es hat sich angehört, als würde hier ein Creeper hinter mir zünden.
Ah, fuck, ich bin gerade so. Also, es muss nur einer hinter mir stehen und mir auf die Schulter tippen und ich fall tot um. Ich hoffe, das hat meine Schwester nicht gehört. Das Eisen. Was ist das da? Was ist das? Egal, da gucken wir gleich mal hin. Schnelles Kopf ab. Was ist das? Ne, ehrlich gesagt will ich da jetzt nicht runter. Tut mir leid, aber ich traue mich nicht. Dafür haben wir schön Sand zum Mitnehmen. Aber es interessiert mich jetzt schon, was das da unten war. Aber das werden wir wahrscheinlich erst rausfinden, wenn wir mal minen gehen. Ich finde ja das Schlimme, ich sehe ja jetzt, wie viele Monster hier überall sind. Und wenn ich sehe, wie viele Monster hier sind, will ich einfach nirgendwo mehr hingehen. Und ich sehe, dass dieser Angry Zombie da fast direkt bei mir ist. So. Da sollten wir genug Glas haben. Wir brauchen ja Glas fürs NPC-Dorf und vielleicht auch für den Zaun. Ich weiß ja noch nicht, wie ich die Mauer baue. Wie ich die Mauer baue. Auf jeden Fall schön. Da muss ich mir das Dorf mal von oben anschauen und dafür ist der Sand übrigens auch da, um mich mal hochzustecken. Und draußen fährt gerade der UPS-Wagen vorbei. Random Fun Fact. So. Das sieht noch hässlich aus, das machen wir weg. Die Welt ist einfach so schön, ach, das ist wahrscheinlich eine Spinne gewesen da unten. So, es ist kurz nach Mittag. Oh mein Gott. Puh. Baue ich noch ein bisschen. Oh mein Gott, die Schaufel hat mich so erschrocken. Baue ich mir eine Treppe nach unten. Aluminiumbusch. Sehr cool. Wächst Aluminium drauf raus. Eine Fackel ist ein bisschen kacke. Ja, Quaschi und die Spinne. Muss ich noch irgendwas sagen? Oh Mann, Musik, ey. Ich bin... Oh, ich bin gefangen. Baue hier schnell ein bisschen Kohle ab und kann eine Fackel machen. Nicht, dass mir hier gleich ein Creeper im Gesicht spawnt, was wahrscheinlich gerade passiert. Nein. Was? Uran. Uran auf Höhe 55. Seems legit. Ist das da? Tin. So. Was bist du? Wasserdurchdrungenes Erz. Baue ich wahrscheinlich mit einem Eimer ab oder so. Was ist das? Alter, ich bin auf Höhe 44. Und die Musik ist voll übertrieben. Wow! Trotzdem bauen wir noch die Kohle ab. Mit der Spitzhacke, die gleich kaputt. Warum droppt da keine Kohle?
Ah, okay. Connection lost. Das erklärt das Problem, weil mein Internet zusammen... Ja, ich hab's verstanden. Zusammengebrochen ist. Naja. Eigentlich an einem guten Zeitpunkt. Danke fürs Zuschauen und die Musik ist eigentlich gerade so gar nicht zum Aufhören. Deswegen labere ich jetzt einfach nochmal kurz. Wir können hier mal den Launcher anschauen. Ich habe 125 Mods aktiv. 125. Stellt euch das mal vor, das sind viele. Und Forge. Forge bin ich ja nicht so der Fan von, aber es funktioniert. So, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.